Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe euch heute hier was Besonderes mitgebracht, was besonders Tolles, weil wir nämlich in unserem Design-Team, wir sind zu siebt, Signaturen tauschen und daraus dann ein großes, großes Journal machen. Jeder für sich mit 6 Signaturen, die sie jeweils von den anderen Bastlern gekriegt hat. Juhu! Ich habe meine erste Signatur fertig gemacht. So, ich habe mir jetzt gerade mal den Bildausschnitt angeschaut, weil ich nämlich eben schon das Video angefangen habe und festgestellt habe, dass mein Fokus die ganze Zeit rumfokussiert. Also immer rein und raus zoomt. Voll doof. Aber nun scheint er sich gefangen zu haben. Das heißt, ich kann mich mit meinem Kneterstuhl, der hat übrigens bald ausgeknetert, hier wieder richtig an den Tisch setzen und euch die Signatur zeigen. Ja, wie gesagt, das wird ein Journal mit 6 Signaturen. Diese Signatur habe ich für Jessie gemacht, die liebe Jessie von One My Vintage Design. Ich gehe mal fast davon aus, dass sie das auch nochmal auf ihrem Kanal entsprechend ein kleines Video dazu machen könnte. Könnte ich mir vorstellen. So, ich war in Schweden, ich habe total viel Inspiration gefunden, ganz viel tolles Loppes, Flohmarktsachen, Retro, Vintage, hast du nicht gesehen, also richtig coole Sachen. Und habe daraus einfach angefangen, die Signaturen von meiner lieben Bastler zu machen. Und ja, ich hatte mega viel Spaß, Leute. Ich hatte mega viel Spaß. So, bevor ich jetzt hier aufmache, wäre eine super Gelegenheit, meinen Kanal zu abonnieren. Und ich freue mich tierisch über Kommentare, Likes und Co. Von daher haut in die Tasten. Ich antworte. Ich bin jetzt auch wieder da. Also dementsprechend werde ich jetzt auch antworten für alle, die jetzt ein bisschen auf die Kommentare und auf die Antworten warten mussten. Das war in Schweden nicht so weit her mit dem Internet. Muss ich ja mal so sagen. Ja, also, ab in die Signatur. Ich habe ein kleines Dingeldangel dazu gemacht. Oder Dingeldangel, Lesezeichen auf jeden Fall mit einer Feder. Und habe hier einfach so ein paar Stücke verarbeitet, die ich auch schon in der Signatur selber habe. Ich gucke mir hier nochmal eben den Bildausschnitt an. Wenn ich richtig drin, jo, es läuft und das fokussiert auch nicht. Feines Handy. Die Handykameras sind ja toll, nur manchmal haben die so einen kleinen Haarschmuck. So, einen kleinen Schmetterling gibt es dazu als Lesezeichen noch. Und ja, dann steigen wir mal ein. Also die Signaturen, die ich gemacht habe, sind echt ganz schön voll geworden. Kann man nicht anders sagen, weil ich so viele tolle Ideen hatte. So, jetzt habe ich das gerade verwurschtelt. Macht nichts, so locker gebunden wie das ist, kann man das einfach aufziehen. So, und ihr werdet ein paar Elemente finden, die werde ich auch, oder ähnliche Sachen werde ich bei den anderen Signaturen auch haben. Ich habe nämlich für jede Signatur irgendwie eine interessante Einfassung noch gemacht. Ob Jessie sich die jetzt hier, also diesen Leineneinband, ob sie sich das jetzt mit einbindet oder nicht, bleibt ihr überlassen. Kann man natürlich auch für jedes andere Heft wieder benutzen. Und ja, ich habe einfach einen Leinenstoff gefunden, den entsprechend bestempelt, dem hier so einen kleinen Rücken gegeben, damit er einfach die Signatur vernünftig hält. So, natürlich kann man sich den jetzt mit einbinden. Ihr seht, die Signatur hat jetzt momentan noch keine Bindungslöcher, weil jeder sich das ja selber in seinem Buchrücken dann einfach zusammenstellt. So, dementsprechend noch keine Löcher drin. Kann Jessie selber überlegen, nimmt sie das mit oder benutzt das für irgendwas anderes oder keine Ahnung was. Ja, dann steigen wir mal ein. Das heißt, hier werden die Seiten auch relativ lose drin liegen. Deswegen hatte ich auch extra hier noch so ein Einband gemacht, dass das so ein bisschen beieinander ist. Ja, also Thema Botanik. Und hier habe ich einen kleinen persönlichen Gruß drin. Den kriegt ihr natürlich jetzt nicht zu sehen, klarer Fall. Ein paar Tim Holz Prägeblätter und ja, ein paar kleine Texte dürfen natürlich auch nicht fehlen. Und natürlich, wenn man Botanik-Sachen macht, wie das Soldenpapier, ne, ganz klarer Fall, darf nicht fehlen. Hier noch ein paar schwedische Seiten. Und ich habe viele, viele schwedische Botanik-Sachen gefunden. Und lustigerweise auch hier echte alte Fotos. Schön aus dem schwedischen Flohmarkt. Hier und da habe ich immer was dazu gepackt. Einfach hier Fotos und Sticker. Ich habe gestencelt und gestempelt. Diese Dinger waren mir so ein bisschen am Hin- und Herrutschen. Die habe ich echt festgesetzt. Also da habe ich jetzt hier wie so einen kleinen Flap noch dazu gemacht. Ein bisschen Papier zum Schreiben. Das ist hier auch eine Pocket. Da habe ich aus einem schwedischen Biobuch was reingetan.
Ja, und die Dinger hier, die sind aus dem Home and Garden Set. So, und dann habe ich hier Sunflower. Ich habe jetzt gar nicht genau die Ahnung, wie dieses Stempelteil hieß. Auf jeden Fall das Neueste, was hier mit Sonnenblumen und sowas ist, total süß. Und da habe ich halt auch ein paar Teile genommen. Genau, in Schweden heißt das Biologie. Ja, man kann sich total viel einfach ableiten von dem, wie es im Deutschen heißt. So, und hier findet man ein Tag. Blättlein. Muss man die Prägung noch ein bisschen rausdrücken. Das hatte ich jetzt einfach gelassen, weil das sehr filigran ist. So, und hier natürlich Pilze ohne Ende. Das hier habe ich auch aus dem Sunflower Set von den Tabs. Dann habe ich Papier von Luise Heinzel, ein Digitalpapier Fall in Love. Und das fand ich einfach so schön passend. Ich wollte es halt nicht immer nur grün haben, sondern ich wollte hier diese ja, diese, so einen leichten lila Ton einfach mit reinbringen. Das ist ja nicht ganz lila, das hat diesen. Ja, habe ich natürlich einen Kaffee, einen Tee geschmissen. Einen Kaffee. Einen Tee. So, und hier, da haben wir ein paar schwedische schöne Seiten da drin. Växternas liv. Das Leben der, naja, gerade übersetzt, der Gewächse. Fantasie. Hier ist ein schwedischer Kalender drin. Ganz alter, wie man sieht, ist der von 1960. Der hat kleine Tipps und Tipps, Tricks und alte Seiten. Ich liebe solche Teile. Hier wieder aus dem Home and Garden. Und es ist überall noch Platz zum selbst weitergestalten. Allerdings ich muss sagen, die Signatur ist echt ganz schön voll geworden. Trotzdem, Spaß gemacht hat's. So, hier wieder ein schöner Tag. Ein paar Seiten aus dem schwedischen Biologiebuch und was Festgeklemmtes hier. Noch eine Seite. Hier haben wir noch ein paar Bilder aus dem Buch. So, hier heißt es Glückwunsch. Gratis. Wieder so ein Monatsstreifchen. Da kann man vielleicht auch mal irgendwie ein Häkchen dran machen und was drunter schreiben, ob da irgendwas Besonderes war. Jetzt kommen wir schon zur Mitte. Das ist auch aus dem vollen Laufpapier. Und ich finde einfach dieses, das hat so eine schöne warme Note und gerade das jetzt im Tee eingelegt ist herrlich. Genau, das ist aus dem Sunflower, genauso wie das hier. Überall so kleine Sachen, die man rausziehen und auch theoretisch woanders benutzen könnte. Ja, und hier habe ich die Einmachgläser zusammengesetzt. Dass man die so zusammenklappen kann. Und natürlich ist auf der Rückseite Platz zum Schreiben. Ganz klarer Fall, das gehört dazu. Irgendwie muss ich ja auch Jessie so ein bisschen Platz lassen, sich da zu verewigen. So, hier haben wir noch so einen kleinen Tag, der hier sich mit drunter gemogelt hat. Und ja, hier und da noch so ein bisschen zum Designpapier, was einfach auf der Rückseite auch Platz zum Schreiben hat. Ja, theoretisch mit einem ordentlich stabilen Stift, der schwarz ist, kann man hier vorne natürlich auch schreiben. Klar. Hier haben wir noch ein paar schöne Sticker, ein paar schöne Pflanzensticker und einen runden Tag mit Flieder. Ja, das Thema von diesem schönen Leinenstoff, das habe ich halt auch immer überall wieder aufgegriffen. So, ansonsten findet sich hier überall so ein Seedless Preserves und Bundled Sage Stencil. Genau. Hier noch eine Seite. Hier haben wir ein Element, was fliegt. Ja, könnt ihr nicht sehen, ne? Das ist so filigran. Ich hoffe, dass sie das nicht gleich kaputt beim Fliegen. Also es bewegt sich so. Ihr habt jetzt gesehen, es bewegt sich. Hier nochmal so ein Kalenderstückchen. Und ja, hier haben wir noch Pflanzensticker zum Thema Blumen und Sonnenblumen. Es ist jetzt genau die Zeit für Sonnenblumen. Dann habe ich diese wunderschöne Postkarte gefunden und dachte mir auch, die möchte einfach hier mit. Passt so schön zum Thema Botanik. Jessie, ich hoffe, du siehst das auch so. Sonst musst du dir die einfach nochmal in den Tee schmeißen, weil die ist jetzt eher weiß. Diesen Stempel liebe ich auch. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich den her habe. Den benutze ich echt gerne. Hier verstecken sich noch ein paar kleine
süße Teile, die zeige ich euch jetzt nicht. Ja, hier nochmal so ein Blättle und ein kleiner Kaskadenblock, der passend in Vintage-Tönen distressed ist. Ja, hier noch aus dem Biologiebuch, Pilzen, Takes und Blätter. Und ja, My God, Feels My Soul, hier noch ein Biologieblatt, eine Briefmarke und das war's. Sagen wir mal so, man kann sie einbinden, so wie sie ist, die Signatur. Man kann aber auch das eine oder andere rausnehmen, wenn es zu dick ist. Liebe Jessie, ich bin ja nicht so böse, wenn du hier ein bisschen aussortieren musst, falls dein Buch sonst aus allen Nähten platzt. Nur ich konnte nicht anders. Ich musste diese Sachen hier mit reinnehmen. Das Herzchen wollte genauso mit. Mach was draus. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das hier zu craften, mir die Sachen zusammenzusuchen und zu spinnen und zu designen, wie ich hier was machen will. Ja, und ich bin auch froh, dass ich diese ganzen Teile, sag mal, so gefunden habe, wie ich sie gefunden habe. Und ich habe lange hin und her gewuselt mit den Signaturen. In welche packe ich jetzt was und was packe ich an welche Stelle und welche Distress-Farbe packe ich an welche Stelle und benutze ich jetzt Stencil oder nicht? Wird das nicht zu viel? Ja, das musst du jetzt sagen, ob das zu viel wird oder nicht. Ehrliche Meinung zählt. Ansonsten freue ich mich, dass ihr dabei gewesen seid. Ich freue mich, dass ihr mich hierbei begleitet bei solchen Projekten. Und ich finde dieses Projekt von unserer Bastel-Crew finde ich einfach mega. Und ich habe ja auch schon eine Signatur bekommen, auch von Jessie. Und die ist auch super cool. Und ich freue mich super krass darauf, das selbst irgendwie einzubinden. Allerdings bin ich da ein bisschen vorsichtig und warte, bis ich alle habe, bevor ich das Cover aussuche. Ich habe jetzt schon so einen alten Brockhaus ausgeschlachtet. Ich hoffe, dass der reicht. Wenn nicht, muss ich mir was ausdenken und erweitern. Aber auch das werdet ihr selbst bei mir auf dem Kanal erleben, wie ich das so mache. Ja, das ist die Signatur, die gleich auf die Reise geht zu der lieben Jessie. Und ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Danke, dass ihr mir zugeschaut habt und bis demnächst in diesem Kino.